Aber ich muss sie trotzdem wechseln. Nee, das... Ihr solltet mal sehen, wenn ich alleine spiele, wie mal mir das passiert, dass ich das falsche Ausrüstungsmenü habe. Viel zu oft. Viel zu oft. So. Was hast du mir hinterlassen? Prismastein? Du hinterlässt auch mehrere Sachen. Okay, so wird die Waffe eigentlich funktionieren. Ja. So könnte das gehen. Einfach weit genug weg. Das Skelett hat mich angesprungen. Sind wir schon so weit? Geht aus dem Weg. Oh, da hinten leuchtet was. Da habe ich was vergessen. Die Spinnen vermutlich, oder? Menschenbild hat sich ja doch wieder gelohnt. Also Lohn ist natürlich immer relativ, weil es lohnt sich ja nicht wirklich, weil ich ja selber immer ein Menschenbild verliere. Also es macht ja nicht positiv. Ich verstehe es nicht, wie es der überstehen kann. Ach ja, klar, ich verstehe es doch. Ist ja eigentlich sogar logisch. Mein Wildcharakter hat einfach die Waffe besser ausgebaut. Das könnte ein relativ simpler und einfacher Grund sein. Geht ins Dicke zurück, wollte ich sagen. Ihr könnt sie nämlich auch hier runterschlagen. Sie nehmen nicht wirklich viel Schaden, aber es ist halt immer noch mehr als gar nichts. So. Ach komm. Egal. Gehen wir wieder auf Spinnenjagd. Du bist am nächsten. Die Angriffsanimation hier dauert halt ewig. Also kommt sie auch schlecht weg. Nach dem Schlag. Also der Schlag ist schon toll, aber... bis der durchgezogen hat. Wieder hier nach oben. So. Wir rennen, wir eilen, wir fliegen. Einer der Vorteile ist, dass ich hier immer sterbe, dass ich die Spinnen ein wenig farmen kann. Vielleicht gibt es ja doch noch die eine oder andere Waffe. So, als Entschädigung. Wer weiß. Das Spiel weiter in der Sucht gefangen hält und mir das Gefühl gibt, doch noch Fortschritt zu machen. Dabei stehe ich immer an derselben Stelle. Ich würde manchmal würde ich schon gerne so einen Programmierer reinschauen. So nach dem Motto, okay. Wenn ich jetzt Spieler wäre, ich würde genau hier durch und dann mache ich in dem Fall diese Gemeinheit. Und... ui, ui, ui. Ja, tot. So. Tod und Verderben. Leider ist der Tod meistens auf meiner Seite. Wobei, wenn wir mal so einen Gesamtscore machen würden, würde es vermutlich immer noch zu meinen Gunsten stehen. Hoffe ich einfach mal. Was macht Uwe hinter mir? Es ist, wenn man von seinen ursprünglichen Pfaden abweicht. Das ist nie gut. Man sollte immer den gleichen Weg beschreiten. Damit man immer die gleichen Gegner am gleichen Ort hat. Nicht plötzlich überrascht wird, wenn er von hinten kommt. Na, kommst du runter? Muss ich nicht. Muss ich raufkommen.
Kommst du? Irgendwo krabbelt's noch. Falscher Knopf, wie immer. Könnt ihr eigentlich ins Menü nehmen. So viel mal, wie ich das im Moment brauche. Benutzen. Und dann würde ich noch sagen, wir nehmen... Ja, nee. Das müsste eigentlich auch so gehen. Gehen wir wieder oben durch. Dann kann ich die Spinne von hinten überraschen. Schon wieder falsch. Dann nehmen wir hier die andere Waffe. So, dann ist die Haltbarkeit auch oben. Und Beut, ich hoffe auf dich. Wow, da kommt schon die ersten Spinnenbeine geflogen. Kann es sein, dass ich eine Spinne im Rücken habe? Ich wollte gerade sagen. Jetzt kommt hier Strahl. Das nehmen wir noch mit, wenn wir schon dabei sind. So stehst du richtig. So stehst du gut. Zumindest habe ich das Gefühl, so stehst du gut. Ich hatte das Gefühl. Boyd, steh doch hinter ihr. Boyd, was machst du? Ich stehe jetzt einfach möglichst nahe an ihr. Sollte mich ja die Beine eigentlich auch nicht treffen. Boyd, du hast auch schon mehr Schaden gemacht. Okay, sie stürmt, glaube ich, auf mich los. Nee. Jetzt macht sie es. Abgewehrt. Boyd, siehst du denn nicht, dass sie... Nein! Oh, wie ich Angst habe vor diesem Sprung. Okay. Ran an den Speck. Jetzt nimmt sie Anlauf, oder? Was macht sie? Du verwirrst mich. Freud, bitte, bitte, bitte. Leb noch ein wenig. Nur noch ein wenig. Du musst nicht mehr lange leben. Wir haben es bald geschafft, wir zwei. Ja, Boyd, noch ein wenig. Komm, gib nicht auf. Kümmer dich um die Spinnen, ja super. Boyd, du schaffst es. Boyd. Gib nicht auf! Da ist eine Spinne. Nein! Boyd, wo bist du eigentlich? Doch nicht auf meine Seite! Nicht auf meine Seite. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Jetzt sehe ich nichts. Ja, und jetzt ist Boyd tot. Boyd. Nur noch ein wenig aushalten. Nein! Tod Nummer 76. Boyd, es hätte so gut geklappt, wenn du nicht irgendwie auf meine Seite gekommen wärst. Ein Treffer. Ein Fußtreffer. Ein einziger Fußtreffer. Ach, zum Glück kenne ich hier den Weg langsam auswendig. Ledermaus starten. Gleich mal nachher lesen.
Sobald wir im Moment Ruhe haben. War das die Spinne, die hier drin ist? Das scheint so zu sein. Fledermausstab. Fledermausstab. Also hier vorne war die Sense. Wird normalerweise nicht als Waffe, sondern als landwirtschaftliches Werkzeug genutzt. Es ist fast als Rutenkräfte in ihrer riesigen Klinge. Vielleicht bezieht sie sich aus der Angst derer, die von diesem grässlichen Ding gejagt wurden. Eine B in Geschicklichkeit. Nicht schlecht. Und das andere wäre eigentlich ein Stab gewesen. Wow, immerhin ist... Überstab nehmen. Ich finde ihn nicht mehr. Nee, schade. Dann halt nicht. Wo auch immerhin ist. Vermutlich jetzt überblättert. Ich wollte ja schneller werden. Nicht so viel Zeit gelassen beim Lesen. Ja, logisch. Ist auch das Falsche. So. Ja. Der Bosskampf hat's in sich. Der ist nicht ohne. Der ist nicht ohne. Gibst du mir nochmal ein Menschenbild? Bisher noch nicht. Geh weg. Störst. Nein, ich versteine. Fast. Fast geschafft, sich zu versteinern. Das wäre ja ein Triumph geworden. Nicht liegen lassen? Nee. So. Sicherheit spielen. Auch wenn ich es eigentlich ungern mache. Aber irgendwie klappt es momentan sonst nicht. So. Menschenbild? Minus. Man hat nur ein Leben. Die schaffen es ganz, ganz gut, muss ich sagen, nicht zu kreisen. Also, bin immer wieder erstaunt. Das hat sehr viel gebracht. Sehr. Hey, er hat noch ein bisschen Leben und schafft es nicht zu tun. Ich stelle mich ja wieder mal an heute. Eine extra lange Episode. Vermutlich sind wir schon in der zweiten. Aber irgendwann muss doch dieser Bosskampf zu schaffen sein. Das Brutale ist halt wirklich ein einziger Beintreffer. Also einmal nicht aufpassen, nicht wissen, wo genau die Beine sind. Und schon ist es passiert. Ich hätte vielleicht mehr Leben aufbauen sollen. Aber ich finde halt zu viel Leben. Im Spiel auch die Spannung. Im
Guide werde ich das vermutlich dann hoffentlich nicht mehr so schlicht anstellen. Aber da, bis dahin habe ich auch mehr geübt. Also den Boss selber habe ich nicht geübt. Will ich auch nicht. Ein bisschen blind soll es ja bleiben. Aber ich bereue gerade diesen Moment. Okay, dieser Schlag ist nicht sinnvoll. Gar nicht. Den muss ich mir abgeben. Das Gegenteil, der ist sogar tödlich. Leider, leider nicht für den Gegner. Der hier macht mehr Sinn. Bei der Waffe. Der Mücke schwirrt mir natürlich vor dem Kopf rum. Schön, dass du auch als Zuschauerin dabei bist. Und falls du auch noch mein Blut möchtest, dann ist nicht gut. So. Irgendwo hast du doch nochmal eine. Hier ist sie. Gut gemacht. Ach, jetzt kommt die falsche Waffe zum Zuge. War das schon? Das war's, oder? Genau. Also hier, 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 hier. Und los. Und go. Einigermaßen berechnen. Naja, zumindest in der Theorie. Aber was jetzt noch fehlt, und ich nehme an, das passiert jetzt in diesem Bosskampf, weil ich es jetzt gerade erwähne, ist, dass sie einen blauen Strahl macht. Ich trinke was, nur zur Sicherheit. Da kommt eine Spinne auf mich zu. Die trifft mich! So. Aschenritter, wie geht's dir? Oh, da ist wieder eine Spinne. Der hat schon halbes Leben hier. Wir haben noch nicht mal angefangen. Ich treffe nicht mal richtig den Kopf. Okay, ich trinke was. Sicher ist sicher. Wo bist du? Welche Phase hast du? Was machst du? Du hast hinten zugeschlagen. Gut. Das wäre eigentlich ein guter Moment gewesen. Welche Phase? Wo bist du? Nein! Schlicht. Puff. Nein, ganz schlicht, ganz schlicht, ganz schlicht. Oh. Schild noch nach oben bekommen. Nein, nah an sie. Einmal zuschlagen. Bleib nah an ihr. Okay. Er macht einen super Job im Moment. Im Moment macht er genau das, was ich will. Sie konzentriert sich allerdings auch auf mich. Nicht ungeduldig werden! Komm, das schaffen wir. Noch ein Treffer. Jawohl! Du stoppst die Aufnahme. Den hättest du also schon noch finden können. Ich bin nicht stolz auf mich, aber ich bin dankbar, dass ich ihn hinter mir habe. Was war das, Seele von Freya? Oh. Moment, da ist ja nochmal einer.
Kann ich jetzt in Ruhe schauen? Seele von Freya. Du müsstest vermutlich hier sein, oder? Seele von Freya, der Liebsten. Der Liebsten des Herzogs. Hüterin der sich windenden Überrestes. Der sich windende Überrest ist ein uraltes Ding, dessen Schatten über dem Land verharrt. Zeldora ist ein Ort, belastet durch schreckliche Untaten und diejenigen, welche dort verblieben wurden, bis zur Unkenntlichkeit verwandelt. Und ab sofort ist es wieder komplett blind. Ich habe keine Ahnung mehr, wo es jetzt weitergehen würde. Ich hoffe mal, es hat nichts irgendwo einen Abgrund. Okay, hier hinten ist eine Höhle. Schon mal gut. Wow, und hier wird es verdammt tief. Was bist du? Große Seele überhaupt. Fühl dich geliebt, große Seele. Fühl dich geliebt. Jetzt gibt es auch einen anderen Ton. Ja, okay, das ist mir jetzt egal. Ich spiele ja eh nicht online. Also, ich spiele natürlich schon online, aber ich bin ja eh mehrheitlich alleine unterwegs. Nur in Ausnahmen. Mit anderen gemeinsam. Was am Anstellen. Gehen wir hier mal weiter. Und das ist extrem dunkel. Falscher Knopf. Natürlich irgendwann. Bei Folge 210 kann ich dann mal die Steuerung. Schön sieht das aus. Privatgemächer des Fürsten. Da ist ein Gegner drin. Eine sehr ausführliche Bibliothek. Kann man hier irgendwo Licht machen? Kann man Licht erzünden? Muss ich im Dunkeln kämpfen? Was habe ich denn die Fackel entzündet? Und wer bist du, der Fürst? Ach, egal. Jetzt nicht gar keine. Also, das sind noch Kerzen. Ja, aber eine Kerze. Sicher eine Falle. Da oben hat es auch einen Kerzenständer. Direkt über mir. Ja, dann halt im Dunkeln kämpfen. Ach, es ist gar nicht so dunkel. Hallo? Hier bin ich. Ja, du bist ja ein One-Hit-Kill. Lichtstein, Schlüssel, Duftzweig. Sehr schön. Und Finsterquarzring plus 1. Also. Wir haben Schlüssel. Lichtsteinschlüssel. Der exzentrische Fürst Zeldora, der für seine Vorlieben für Spinn bekannt war, erschuf mit dem Abbau von Lichtstein eine Stadt und ein Vermögen. Eines Tages wurde die Stadt von Spinn niedergetrampelt, doch Fürst Zeldora sah bloß zu mit schaurig zufriedener Miene. Was war's noch? Ich weiß es nicht mehr. Ein Ring. Plus 1. Das war schon richtig hier. Welcher Ring war's denn? Finsterquarzring. Plus 1. Erhöht Finsternisabwehr. Das war das falsche Knopf. Dieser Ring wird an der Zauberakademie von Melfia Schülern einer bestimmten Stufe verliehen. Der von Finsternis durchdrungene Quarz erhöht die Finsternisabwehr. Pyromant Glocken wurde wegen der Fertigung dieser Kopien kritisiert, doch ist es kein Geheimnis, dass sie das Leben vieler Reisender gerettet haben. Jetzt muss ich kurz mal reinschauen, was ich jetzt nicht mehr habe. Ich habe einen Katzenring nicht mehr. So. Soll ich jetzt die Bibliothek kleinschlagen? Das geht gar nicht.
dann warst du tatsächlich wohl der Fürst oder das Überbleibsel des Fürstes. Normalerweise fressen ja Spinnen ihre Geliebten. Oh. Da ist ja nochmal einer! Du rennst ziemlich kopflos durch die Gegend und ich weiß auch warum. Kann es sein, dass du der Körper unseres Söldners bist und dass der Söldner... Er hat ja den Kopf verloren, war der Kriegsmüde. Er hat doch irgendwas erzählt davon. Er kann sich nur... Aber der macht Schaden. Ist natürlich klar. Okay, was macht er denn, wenn er da attackiert? Die Attacke ist klar. Mach bitte nochmal so eine. Au, 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 au. So, jetzt trinken. Dafür wacht ein Leuchtfeuer, das ist... Ich hatte eigentlich gehofft, ich könnte endlich mal wieder ausruhen. So, jetzt muss ich dann irgendwann mal zuschlagen. Nein! Uah. Ja, töte mich, wenn es weitergeht. Töte mich wirklich. Der hat einen mächtiger Schlag. So, und jetzt bin ich wieder mal an der Reihe. Jetzt kenne ich dich langsam. Aber nur langsam. Zwei, drei und weiter. Und fertig. Du warst doch die Priesterkörper, oder? Vengals Rüstung, Vengals Handschuhe, Vengals Stiefel. War's. Dann könnten wir den auch wieder besuchen. Wo ist er denn? Vengals Rüstung. Wow! Hoppla! Und eine A in Stärke. Ich glaube, die ziehe ich gerade an. Vom wilden Vengal von Vorosa getragene Rüstung. Vengal war ein furioser, tödlicher Krieger bekannt. Oder war als. Selbst Vorosas Löwenkrieger, eine bunte Bande fanatischer Kämpfer, hielten sich von ihm fern. Sieht gut aus. Du bist schlechter, aber leichter. Machen wir in dem Fall nicht. Und wie sieht es bei dir aus? Ich wollte es eigentlich vergleichen. Ja, okay, du bist eh besser. Muss ich gar nicht vergleichen. Immer noch eine gute Rolle. Ich frage mich voran. Ach ja, logisch, ich bin ja jetzt mit dem anderen unterwegs. Sehr schön, dann haben wir den Teil geschafft. Dann würde ich sagen, ein Urleuchtfeuer wurde erneut entzündet. Dann ist wohl die nächste Episode eine Geheimnis- und Geschichtsepisode. Würde ich jetzt gleich so einplanen. Ach, ich werde ja hier portiert. Okay. Wir haben hier noch ein Esstischplakon. Wobei, nee, das mache ich gleich nächstes Mal hier. Alles nächstes Mal. Vielen Dank fürs Zusehen und auf bald wieder.